Das ist eine Biene. Du hast doch bestimmt schon mal eine gesehen und denkst, du weißt viel über Bienen. Aber heute möchte ich dir zeigen, dass es eben vieles gibt, was du noch nicht wusstest. Im Frühjahr fangen Bienen an, Pollen zu sammeln und daraus Honig zu produzieren. Aber ist die Biene auch eine Honigbiene? Nein, denn es gibt über 20.000 bekannte Bienenarten und nur etwa 10 davon gehören zur Honigbiene. Das ist gerade einmal dieser Teil hier, 0,05%. Hättest du gedacht, dass es allein in Deutschland über 500 Arten gibt? Das sind mehr Bienenarten als weltweit anerkannte Hunderassen. Und heute möchte ich dir eine davon vorstellen. Das ist eine Wildbiene. Um genauer zu sein, eine rostrote Mauerbiene. Das Insekt des Jahres 2019. Sie produziert keinen Honig, aber sie sticht auch nicht. Nur in ganz großen Gefahrensituationen, zum Beispiel wenn sie gequetscht wird, kann auch die rostrote Mauerbiene stechen. Allerdings ist ihr Stachel so weich, dass er meistens nicht in die Haut eines Menschen eindringen kann. Doch auch die Mauerbiene bestäubt Blumen und Pflanzen, sogar bis zu 80 Mal effektiver als die Honigbiene. Es gibt sie in ganz Europa und Nordafrika. Und sie ist bei uns eine der bekanntesten Wildbienenarten. Wenn man eine rostrote Mauerbiene und eine Honigbiene vergleicht, fällt sofort auf, dass die erstere etwas kleiner ist. Wobei man hier zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden muss, da die Weibchen etwas größer sind als die Männchen. Was auffällt, ist, dass, wie ihr Name schon sagt, sie etwas röter und pelziger ist. Und ihr lateinischer Name, Osmia bicornis, verrät schon, dass sie zwei kleine Hörner auf dem Kopf trägt. Die Weibchen haben rötliche Haare auf dem Kopf, die Männchen weiße. Unsere rostrote Mauerbiene ist ein echter Frühlingsbote. Von April bis Juni kann man sie unter anderem an Waldrändern, in Gärten, auf Wiesen oder in Park beobachten. Die Weibchen schlüpfen März bis April. Die Männchen schlüpfen zwei Tage früher und warten bereits auf sie und beginnen sofort sie zu befruchten, da die Männchen nur etwa 2 Wochen leben. Die Weibchen dagegen leben 4 bis 6 Wochen und fangen fleißig an, Pollen zu sammeln. Sie füllen die Brutröhren, die sie zum Beispiel in leeren Schläuchen oder Mauerhohlräumen finden, mit Pollen und legen in jede Kammer ein Ei. In einer Röhre legen sie mehrere Kammern hintereinander an. Die Kammern verschließen sie dann am Ende mit Lehmerde, die sie aus der Umgebung sammeln, denn sie fliegen nur wenige hundert Meter weit. Obwohl sie sich den Brutplatz teilen, sind die rostroten Mauerbienen Einzelgänger. Ganz im Gegenteil zu den Honigbienen, die als Volk gemeinsam in einem Bienenstock leben. Ab Mai beginnt dann in der Brutkammer die Metamorphose. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, die sich in den nächsten Wochen zur Biene verwandeln wird. Erst ist die Larve noch klein und dünn und ernährt sich vom in der Kammer befindenden Pollenbrei, bis dieser leer und sie dick und groß geworden ist. Etwa im Juni verpuppt sie sich dann zu einem kleinen braunen Kokon, aus dem sie im nächsten Frühjahr als junge Biene schlüpfen wird. Und so wiederholt sich der Kreislauf. Doch leider ist das Leben der Wildbienen durch uns Menschen bedroht. Durch Pestizide, Luftverschmutzung und immer kleiner werdenden Lebensräumen sind viele Wildbienen vom Aussterben bedroht. Wenn man von Bienensterben hört, denken viele Menschen automatisch an die Honigbiene, da diese viel bekannter ist. Doch die Honigbienenvölker haben sich seit den 60er Jahren fast verdoppelt. Sind das gute Nachrichten? Ja, aber nicht für die Wildbienen. Viele Menschen wissen nicht von ihrer Existenz oder interessieren sich einfach nicht für sie. Und so verschwinden immer mehr Völker von der Bildfläche. Genauso wie die Wildbienen sind auch viele Insekten vom Aussterben bedroht. Sie sind nicht so leicht zu schützen, aber sie sind mindestens genauso wichtig für die Bestäubung unserer Pflanzen. Ohne Bienen und Insekten hätten wir ein echtes Problem. Denn sie sind die kleinen Helden des Alltags und sorgen unter anderem dafür, dass bei dir immer frisches Obst und Gemüse, aber auch Getreide und damit Brot auf den Teller kommt. Auf www.lwg.bayern.de und www.deutschewildtierstiftung.de findest du Informationen, wie du Wildbienen ohne großen Aufwand helfen kannst. Ich habe die 2 Links für dich unten in die Videobeschreibung geschrieben. Informiere dich und das nächste Mal, wenn du in deinen Garten gehst, halte Ausschau nach Wildbienen, damit sie die kleinen beachteten Helden des Alltags werden. Ich habe unsere kleine Mauerbiene jetzt schon lang genug gestört und lass sie ungestört weiterarbeiten. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer geworden.